Hey Freunde, was geht? Herzlich willkommen zurück zu Mortal Shell. Yes, yes, ja. Beim letzten Mal wusste man nicht so wirklich, wo wir hin sollen. Aber ich habe in den Kommentaren gelesen und danke für den Hinweis, wenn wir diese, wo wir die Buchseite rausgerissen haben und wo die Spinne kommt, Alter, und uns mal so richtig abfuckt, wenn wir den Dude mal so richtig schön aus dem Leben boxen, bekommen wir die Waffe, die der mit sich schwingt. Also dieses große Flammending. So. Jetzt müssen wir überlegen, was zur Hölle, wir gehen jetzt einfach mal hier lang. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich in der letzten Folge gesagt habe, yo, ich werde mich mal informieren. Wo wir überhaupt hin müssen. Hier müssen wir nicht hin. Also so viel steht schon mal definitiv fest. Shit, Freunde. Shit. Ich versuche mich ein bisschen zu orientieren. Ich denke nämlich, dass wir da, wo wir gestern, ja gestern, für euch war es gestern, wenn alles gut geht, YouTube hat momentan, macht mir das Leben ein bisschen schwer. Deswegen, also, wenn alles gut geht, dann seht ihr das hier zeitnah. Aber ich will euch nicht verschweigen, dass ich ernsthafte Probleme habe, Videos hochzuladen. Beziehungsweise also die Probleme liegen nicht bei mir. Interessanterweise, sondern halt bei YouTube. Die Truhe ist verschlossen. Die Videos werden irgendwie nicht verarbeitet. Das macht mir ein bisschen Sorge. Die Tarspore, ich weiß immer noch nicht, wofür wir die Tarspore brauchen. Aber vielleicht können wir selber... Vielleicht können wir auch Sachen vergiften. Hier war ja Grisha. Grisha hieß das Teil, ne? Genau, das haben wir ja besiegt. Und hier unten... Hier unten ging es dann weiter. Was? Hatten wir das beim letzten Mal auch? Ätzung. Und was ist mit den meinen? Liest du dies hier, lieber Bruder? Ich weiß nicht, wie ich dann hier reingeballert habe. Erinnerst du dich noch daran, wie wir uns als Gelehrte versuchten? Das waren einfachere Zeiten, als unsere Dilemmata lediglich hochgespielt waren. Als Theorie herausgeputzt. Ich weiß nicht mal, was ich dazu sagen soll, Alter. Ich verstehe kein Wort. Was ich aber weiß, ist, dass wir einen Einblick bekommen haben. Und ich würde sagen, wir werden auch erstmal mit der Rüstung hier weiterlaufen, weil mir gefällt die Option ganz gut.
Oh, zwei Stück. Das heißt, wir haben 16. Das ist doch genau das, was wir brauchen, um die Härtenzeit abzukürzen. Und das ist nämlich auch das, was mir so gefällt. Ich weiß nicht, ob die anderen Frames, wollte ich jetzt fast sagen, ob die anderen, ich weiß gar nicht, wie das in dem Game heißt, um ehrlich zu sein. Die anderen Hüllen, die Shells, ich weiß gar nicht mehr, was die drin hatten, aber wir können ja mal reingucken. Ich bin mir überhaupt auch nicht sicher. Also Eredrim, logisch, das sehen wir ja. Das ist so der Tank. Ja? Der hat halt übelst viel Leben und. Er bekommt halt Hinrichtungspunkte schnell. Das ist der Tank. Na, ist natürlich auch geil, aber der hat mir zu wenig Ausdauer. So, und dann peile ich aber nicht, was ist denn der Gelehrte? Ich weiß, wir hatten uns das schon mal alles angeguckt, aber es ist ja leider ein bisschen her bei mir. Deswegen verzeiht mir, wenn ich da nochmal reinschaue. Beim Halten einer göttlichen Verhärtungsdauer deiner Gegner bei der Trennung von Saruman erhöht sich. Man wird schneller mit Gegenständen vertraut und erhält einen Einblick, wenn er zum ersten Mal Überlieferung liest. Keine Chance, sich zu heilen, wenn er eine... Er hat eine Chance. Das wird man als Gegner mit verstärkten Konter gewährt, die Chance, deine Entschlossenheit vollständig zu regenerieren. Ja, der bekommt halt gut Entschlossenheitssegmente. Das heißt, er ist quasi so der Kontertyp. Das... heißt das für mich zumindest. So, und Haros. Haros ist mehr so ein Allrounder, kann sich aber viel mehr verhärten. Also mit ihm blockt man mehr, was mehr was für mich ist. Gut, Einblicke haben wir genug, aber wir haben nicht genug Tar. Aber wir haben einen Haufen Tar-Gegenstände. Aber es könnte tatsächlich sein, dass wir nicht genügend Tar... Doch, wir haben noch einen Tarbeutel. 1300. Damn, das reicht nicht, ne? Gewährt die Chance, dass Gegner beim Tod einen zusätzlichen Einblick fallen lassen. Wenn wir uns das frühzeitig kaufen... Wenn wir uns das frühzeitig kaufen, haben wir auf lange Sicht mehr davon, ne? Umso mehr Einblicke. Aber ab einem gewissen Punkt brauchen wir es ja gar nicht mehr. Wir brauchen fast doppelt so viel Tar. Okay. Aber wir wissen ja jetzt, wo wir lang müssen. Ungefähr. Hier sind wir lang gegangen. Zumindest denke ich, dass wir hier lang gegangen sind. Mir kam es halt so vor, als ob wir in diesem Feuergebiet noch gar nicht sein sollten. Aber ich denke, dass es keinen großen Unterschied macht, weil wir können eh nicht großartig leveln. Das heißt, wir werden sowieso immer so rumlatschen, wie wir halt gerade rumlatschen.
off. Du Bitch. Okay. Yes, baby. Oh. Ey, den habe ich so hart geschlagen, der hat direkt eine Zeitreise gemacht. Okay. In der Suppe können wir uns nichts mitnehmen. Schade. Bestimmt eine super leckere Suppe. Von mir musst du echt keine Angst haben, Alter. Ich treffe eh nicht. Der Stein ist irgendwie komisch. Ich könnte jetzt natürlich dran vorbeirennen. Das würde auch Sinn machen. Aber wir brauchen, wie gesagt, noch ein bisschen Tar, ne? Was nervt, wenn da immer so ein kleiner noch dabei ist. Aua! Okay. Machen wir uns mal einen Pilz rein. So weit, so gut eigentlich. Sind ganz gut durchgekommen. Klar, wir haben ein paar auf die Fresse bekommen, aber... ist jetzt auch nichts Schlimmes passiert. Ich denke immer, ihr seht das nicht, aber da steht halt 2 für die Quaddelkäppchen. Ja, also
dass es der zweite Slot ist, aber ich sehe das immer und denke, okay, ich habe noch zwei. Und dann hört ihr immer das. Weil ich die versucht zu nutzen. Oh. Ich habe halt nichts, was uns Leben gibt. Ich würde gerne wissen, wie man diese ganzen Truhen aufmacht. Das triggert mich unheimlich, wenn ich lese, die Truhe ist verschlossen. Aber nicht weiß, wie ich die aufkriege. Okay. Yep. Okay, so weit, so gut. Freunde, die schaffen uns noch zu killen. Ausdauerregeneration. Gift. Schnaps. Schaden reduzieren, Schnaps. Irgendeine Glocke. Nichts zu essen. Auch kein Pilz hier in der Nähe, ne? Leute, das ist schlecht. Weil wir sind mit echt viel Tar unterwegs. Und wir können das nirgends zwischenspeichern. Wir haben aber nicht genügend Tar, um uns den Scheiß jetzt zu kaufen. Yes. 1794 haben wir. Halte erneut eine letzte Chance, wenn du genug Gegner besiegst. Durch Verhärten wird Haros Ausdauer schneller aufgefüllt. Das sind halt die beiden Sachen. Verhärten Abklingzeit 25% reduziert. Durch Verhärten wird Haros Ausdauer schneller aufgefüllt. Das sind die beiden, die mich am meisten interessieren. Ich weiß nicht, wie viele es davon gibt, aber ich habe das jetzt einfach mal in unsere Waffe reingemacht. Wir können jeglichen Schaden, den wir dazu bekommen, gebrauchen. Die Seite fasse ich jetzt nicht an. Ich find das krass, wie sie es gemacht haben. Dass es halt so neblig ist, wenn dann das Licht leuchtet
Oh, wir sind volle Leben wieder. Stimmt, weil wir bei Genessa waren. So heißt sie ja, glaube ich. Diesmal keinen blöden Namen für die. Ich habe ja schon auf Twitter geschrieben, ich vermisse so ein bisschen Vera. Jetzt weiß ich auch, was der andere Skill ist. Da stand, hält nach dem Brechen länger an. Und das ist das Ding, weil ihr habt ja auch schon in den Kommentaren geschrieben, die Bogenschützen sind vielleicht nicht extrem gefährlich für uns, aber wenn die unsere Härten brechen mit ihrem Schuss, dann wird's auf einmal gefährlich. Weil dann ist es so, dass natürlich der harte Angriff von irgendeinem Nahkämpfer durchkommt. Und ihr habt vollkommen recht. Und deswegen steht da der Skill, dass es länger anhält. Versteht ihr? Übrigens, die Kamera dreht nicht standardmäßig. Mein Controller, der spinnt. Erschwerte Bedingung. Ich spiele den Hard Mode. Daneben. Ehren für einen Spaß. Ich überlege aber die ganze Zeit. Mit den Entschlossen ist schon krass. Ja, also mit der anderen Hülle, wo man Entschlossenheit bekommt, kannst halt öfter dann parieren und dadurch quasi deine Leben auffüllen. Oh, eine gebratene Ratte. Da freue ich mich. Sätze, die ich nie dachte, jemals sagen zu müssen. Er braucht Entschlossenheit. Ist egal. Entschlossenheit würden wir ja sowieso verbrauchen, wenn wir uns heilen wollen. Ich dachte, das kann ich zerkloppen, um die sauer zu machen. Wir haben 2000 Tarn. Ich versuche jetzt natürlich vorsichtig zu machen. Eigentlich würde ich gerne das Tar jetzt ausgeben. Aber da brauchen wir immer noch 500. Nee, der vorne macht nichts, aber der von hinten kommt, oder was? Ich finde es auch krass, dass man sehen kann, wie sein Schild kaputt geht langsam. Oh, ich habe ihn tot gebacken.
Ja, bleib schön da. Manuskript der Reue. Nee, hier war der Pilz nicht, ne? Ein bisschen Tarsachen bekommen? Gar nichts. Die nächste erfolgreiche Parade steckt den Gegner in Brand. Wäre so gut, wenn wir Un Baguette hätten. Un Baguette. Es gibt uns Entschlossenheit auf Kosten der Gesundheit. Dem verdorbenen Essen ist es scheißegal, weil wir haben eh keine Entschlossenheit gerade. Da können wir uns das lieber reinhauen. Regeneriert eine kleine Menge Gesundheit, aber kostet sehr viel Entschlossenheit. Jene, die mit dem Verzehr von Müll vertraut sind, brauchen weniger Entschlossenheit, um diesen fauligen Gegenstand zu konsumieren. Also jetzt kostet es uns schon weniger. Okay, komm, wir hauen uns die alle rein. Schade, dass man hier immer wieder aus dem Menü geworfen wird, um zu sehen, wie viel Gesundheit man bekommt. Also, ich gehe nicht raus aus dem Menü, ne? Also, falls du das denkst, ne? Herzlichen Glückwunsch. Du bist der Erste, den ich kille. Und noch eine Ratte, nice. So, die Tür war verschlossen. Sollte aber von der anderen Seite wahrscheinlich geöffnet werden. Also ein Shortcut. Quaddelkäppchen. Oh, ich hatte es vergessen. Krass, wenn ich den Angriff mache und dann härte, dann bleibt das Schwert nach vorne gestreckt und jeder, der reinläuft, bis das gebrochen wird, kriegt Schaden. Beide fast tot. Der eine hat den anderen auch nur angeguckt, so geile Moves, Digga. Oh. Nice. Uns fehlt nur noch ein ganz bisschen Tar. 2550 brauchen wir, ne? Ist das richtig in Erinnerung? Ich hoffe. Soweit waren wir ja beim letzten Mal auch schon.
Kann nicht sein, dass wir 2527 haben, Freunde. Da vorne steht mein Shit noch. Vielleicht kommen wir da ran. Das dürfte richtig viel Tar sein. Scheiße. Okay, folgender Plan. Nicht sterben. Finde den Plan eigentlich ganz gut. Okay, Freunde. Manchmal ist Rückzug das Beste, was du machen kannst. Für die Leute, die das damals noch aus den Dark Souls-Teilen kennen, Alter, die wissen, manchmal müssen wir uns halt zurückziehen mit den Seelen oder in dem Fall mit dem Tar, den wir gesammelt haben, um zurückzukommen. Und zwar gestärkt mit den Seelen unserer Feinde. Das Ding ist, ich habe mich gerade gewundert, dadurch, dass wir das aufgenommen haben, sind wir wieder Haros. Also nicht mehr Haros, wir sind, wie halt Salomon sind wir jetzt, wir wollen aber Haros sein. Deswegen nutzen wir jetzt sowas. Genau. Und dann haben wir nämlich, weil mit Salomon haben wir nur 4 Einblicke, mit ihnen haben wir 18. Haben wir ja herausgefunden, dass es auch so ist, dass man die quasi auf den Charakter dann hat. So, Abklingzeit verringert. They were pathetic, Lord. Squandering their time to drink moonshine and fight over scraps. An offering of a bag of tar garnered me their quick attention. But I sensed betrayal in their eyes. I knocked one down, and the other told me all he knew. As I turned to walk away, one struck my armor with a rock. Were they mad? I could just as soon cut them down as take a piss. I looked into their hungry eyes and warned them as much. Okay. Gut. Das können wir uns als nächstes sogar holen. Brauchen wir 3 Einblicke und gerade mal 100 Tar. Einblicke haben wir keine mehr, Tar haben wir auch nichts mehr. Gut, aber ich würde sagen, wie es hier weitergeht, das könnt ihr sehen und zwar in der nächsten Folge von Mortal Shell. Wie gesagt, ich hoffe, dass das alles auf YouTube funktioniert. Ich hatte, also da gibt es seit Wochen Probleme. Jedes Mal, wenn es tatsächlich so war, dass kein Video kam, dann hat es damit zu tun gehabt. Also ich gebe mir
Das hat mich so aufgeregt, ja. Weil ich bin super am Stress, aber ich habe mir so viel Mühe gegeben, dass immer pünktlich Videos kommen können. Und YouTube so. Ja. Egal, hinterlasst mir gerne ein Däumchen nach oben und einen netten Kommentar und wir drücken die Daumen, dass alles gut läuft. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Bye, bye.